Das leerstehende Haus mitten im Dorf. Für die Gemeinde seit Jahren ein Klotz am Bein. Niemand wollte es haben. Zu groß, zu verbaut, zu kaputt. Das einstige Herrenhaus derer von Bär-Negendank in Bären-Lübchin, Mecklenburg-Vorpommern. Mehrere Familien lebten hier noch bis vor einigen Jahren. Eine Poststelle war zu DDR-Zeiten im Haus untergebracht und der Dorfkindergarten. Ein typischer Fall für die Gutshausretter. Gestern den Schlüssel bekommen und heute startet der erste Arbeitseinsatz. Die Gutshausfans Christina von Ahlefeld und Knut Splett-Henning kauften das Haus der Gemeinde ab. Im Frühjahr 2018. Was sie damit anfangen wollen, wissen sie aber noch nicht. Pappnägel sind da drin. Doch ein bisschen gefährlich. Ich möchte erstmal einen Überblick halt schaffen. Ich möchte hier Licht reinbringen. Ich möchte, dass man halt sieht, wie die Raumaufteilung halt gewesen ist. Und ich möchte ganz gerne einmal von einer Wand bis zur anderen Wand wieder gucken können. Christina und Knut können es kaum erwarten, die Räume im Erdgeschoss endlich freizulegen. Jahrzehntelang waren die mit Zwischenwänden zerteilt. Große Türen zugemauert. Mit zwei Helfern machen sie innerhalb weniger Stunden aus 8 kleinen Zimmern wieder 4 große Gutshausräume. Das ist die Vorbereitung für Bikini-Körper. Sommer kommt. Sommer kommt. Und dann muss man natürlich Fitnesscenter, schafft man nicht. Dann geht es. Sohn Bendix ist jetzt schon so groß, dass er ganz vortrefflich mithelfen kann. So eine Baustelle ist ein herrlicher Abenteuerspielplatz. Auch für die große Schwester Wilhelmine. Ich glaube, das Wichtige war, dass wir die Kinder immer, ich finde es auch sehr spannend. Und ich glaube, dann ist das keine Konkurrenz für die Kinder, aber das ist mehr als ein mit für die Kinder ein Spaß und mitmachen. Und die dürfen auch hier natürlich mehr toben im Moment. Da kann man nicht eigentlich kaputt machen. Und ich glaube, dass das die Kinder auch verstehen, wie wir versuchen, die Häuser zu retten. Und das macht auch Sinn, was wir machen. Nach Jahrzehnten fällt Licht in abgedunkelte Kammern. An einst abgehängten Decken wird alter Stuck sichtbar. Das Gutshaus beginnt wieder zu atmen. Und Christina von Ahlefeld, die dänische Designerin, kann nicht anders. In den Staub platziert sie die ersten Möbel. Nur mal so, fürs herrschaftliche Raumgefühl. Ein paar Kerzen natürlich hier drinnen, aber man hat so ein bisschen Idee von dem Haus, wann es gebaut, was für ein anderes Stil als im Renzo sozusagen. Und das ist nicht die perfekte Möbel, aber da hat man erstmal ein Gefühl, was für ein Stil das eigentlich war hier im Haus. Stühle fehlen. Ja, Stühle, ja. Es ist schon das 4. Gutshausprojekt, das Knut und Christina anpacken. Ein Neubau, wie sie sagen. Nicht mal 250 Jahre alt. Fehlt nur noch eine Idee für das Haus. Aber irgendwas hat sich bis jetzt immer ergeben, wissen die Gutshausretter. Es muss nur etwas Zeit ins Land gehen. Die letzte Eroberung der Gutshausretter Knut und Christina war das mittelalterliche Gutsschloss Sommerfeld bei Stralsund. Mindestens 500 Jahre alt. Aber Projekt Sommerfeld ruht zurzeit. Davor entdeckten die beiden das Herrenhaus Dölitz im Hinterland von Mecklenburg-Vorpommern, entkernten, reparierten und verkauften es wieder an zwei Freunde.
Renso im Landkreis Rostock ist ihr Familiensitz seit 17 Jahren. Spätbarock, auch innen. Hier verwaltet Knut Splett-Henning die eigenen Ferienwohnungen, schreibt Fördermittelanträge, managt die anderen Herrenhausprojekte, kaufte die Dorfschule von Renso, verschiedene Schnitterkarten und manchmal verkauft er auch. Also ein paar Euro bleiben halt immer bei übrig, wenn man dann halt so ein Objekt, aber das ist jetzt nicht viel, das ist jetzt nicht, dass man sich davon eine goldene Wasserhähne leisten kann und so weiter. Es ist so, dass wir für unsere Arbeitszeit dann vielleicht kompensiert werden. Wenn jetzt so ein Objekt halt übernommen ist und so weiter, und das war bei Roland und Ronald genau das Gleiche, aber da ist jetzt auch nicht unbedingt, dass man da irgendwie, weiß nicht, da kann man sich vielleicht einen neuen Rasenmäher von kaufen oder sowas, oder vielleicht zwei, aber, also das ist halt alles, obwohl einen neuen Rasenmäher müsste ich noch wieder kaufen, stimmt. Arbeiten und Wohnen, alles ist eins. Aber Freizeit gibt es kaum. Das ist der Preis für ein selbstbestimmtes Leben auf dem Land. Wir haben keinen Pfingsten, wir haben keine Himmelfahrt, wir haben kein Ostern, wir haben zu Weihnachten Gäste, wir haben zu Silvester Gäste, wir haben eine komplette 7-Tage-Woche. Und schaffen tut man ja sowieso die ganzen Sachen halt nicht, die man sich halt vornimmt. Und das ist natürlich diese ganzen Objekte und die ganzen Sachen, das sind ja auch mehr was für mehrere Leben. Ich bin da auch aber trotz alledem letztendlich, irgendwie kommen wir schon mit klar. Und dann gibt es ja auch noch das Familienleben mit Au-pair-Mädchen und den drei Kindern Wilhelmine, Bendix und Balthasar. Und der dänischen Dogge Triglaf. Auf Schloss Renso ist es selten still. Das Mecklenburger Parkland. Eine Gegend zwischen Rostock, Stralsund und Güstrow. Über Jahrhunderte von den Menschen geformt. Von Ritterfamilien, Gutsherren, Landwirten. Nur 20 Kilometer entfernt von Renso liegt das Gutshaus Kobro. Seit über 7 Jahren müht sich hier ein Einzelkämpfer ab. Aber jetzt ist Verstärkung da. Mit Maschinenkraft. Philipp Kastzei hat einen Lehmbaumeister engagiert. Und der hat einen praktischen Apparat mitgebracht. Eine Putzpumpe. Echte deutsche Fördertechnik. Die mixt trockenen Lehm mit Wasser und befördert das Ganze durch einen Schlauch ins Obergeschoss. Philipp will jetzt klotzen und nicht mehr kleckern. Naja, nachdem wir jetzt ein bisschen mehr Fläche auf einmal machen wollen mit dem Lehmputz, ist so eine Maschine ganz hilfreich und hat auch den Vorteil, dass man das Ganze eben nicht mehr mit Eimern Treppe rauf, Treppe runter und tragen muss. Und ja, ist jetzt mein Versuch. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, dass man da vorankommt. Ja. 2 Tonnen Lehmputz bringen Philipp Kastzei und Heiko Bischoff an nur 2 Tagen an die Wände. Philipp wagt sich jetzt an die zweite, die größere Gutshaushälfte. Die will er ab Sommer auch vermieten. Geld muss ins Haus. Hast du richtig gut gemacht. Das ist doch schön. Ist immer wieder schön, wenn man die richtigen Mitarbeiter hat. Ja, genau. So sehe ich das auch, Heiko. Ja. Bauleute finden, die altes Handwerk beherrschen und gern in alten Häusern arbeiten, mit krummen Wänden und schiefen Decken, das ist nicht einfach. Ja, und das ist halt wieder so Fummelkram, der halt ewig dauert, um dass man dann den Bogen richtig hinbekommt und so. Ja, wir müssen jetzt drüben erst noch nass machen und anfeuchten. Nur spritzen, oder? Rein? Ja. Heiko kann alles. Der kann kleine Flächen und große Flächen, der kriegt das echt super hin. Der Schwabe Philipp hat Glück, dass er Heiko, den Thüringer, gefunden hat. Und Heiko ist froh, dass es Menschen wie Philipp gibt mit einem Großprojekt in Mecklenburg. Also wenn es nur noch solche Typen gäbe, die mit Gipskarton arbeiten würden, dann gäbe es uns nicht. Weil darauf habe ich nun gar keinen Bock. Und ja, schön, wenn es verrückte Menschen gibt.
Naja, der Vorteil ist ja auch hier jetzt, dass wir ja in dem System bleiben, in dem das Haus mal gebaut wurde. Also das sind ja innen eben auch Lehmsteine, also Lehmwände. Und nur dadurch funktioniert das Ganze ja. Und dann ist es ja schön, wenn man eben das wieder mit Lehm machen kann. Dann geht wieder runter. Ja. Die Lehmpumpe fördert die Lehmpampe nach oben. Pressluft pustet den Putz an die Wand. Quadratmeter für Quadratmeter. Es geht richtig voran. Und das mit nur zwei Mann. Ich bin ja hier nur wie immer der Hilfsarbeiter und mache die niederen Arbeiten, aber das kriege ich noch hin. In diesem Frühjahr geben sich die Handwerker die Klinke in die Hand in Kobro. Hey, super. Hallo, Fein. So, die Fernseher sind ja schon angekommen, ne? Genau, ja. Die haben wir auch schon nach oben getragen. Veit Hedel, der Denkmalpflegetischler, kam extra angereist von der Insel Rügen. Vier Ferienwohnungen sollen im bisher brachliegenden Gutshausteil entstehen. Denn Philipp lebt für, aber auch von seinem Haus. Na, wie immer ehrgeizige Ziele. In vier Wochen soll das fertig sein. Sonst ist die Saison vorbei und dann haut es ja nicht mehr hin. Und weil ich ja jetzt doch mal wieder ein bisschen mehr finanzielle Mittel hier ausgegeben habe, muss ich natürlich auch gucken, dass wieder was reinkommt. Und wenn man das halt erst im Winter anfängt, dann ist halt doof. Vier neue Fenster wollen sie einbauen. Maßanfertigungen im Stil des 19. Jahrhunderts. Aber mit Wärmeschutzverglasung. 2.500 Euro das Stück. Die Augen des Hauses. Ja, sind wir mal gespannt, ob es reinpasst, wa? Es kann auch sogar harmonischer sein, das mit der Mauer einzubauen, als es ganz zwingend im Lot immer einzubauen. Das sieht manchmal dann komisch aus, weil dann steht man vor dem Fenster. Die Wände sind geneigt und das Fenster ist perfekt gerade. Und man denkt, was ist jetzt hier schief, das Haus oder das Fenster? Ne? Die Bestellung der Fenster war eine spontane Entscheidung von Philipp am Telefon. Manchmal muss es eben schnell gehen. Die Bolzen sind an der Wand, ne? Aber mal sagen wir mal, für einen Telefonanruf, Philipp, haben wir das doch hinbekommen, oder? Ja. Übrigens, ich brauche noch zwei Fenster mehr. Ich würde da noch mal zwei nehmen. Ich habe gerade auf mein Konto geguckt, da sind noch zwei drin. Da stehen noch zwei Fenster. Oh. So, leider nur zwei. Es ist Mitte Mai. Und im Mecklenburger Parkland bricht ein langer, heißer Sommer an. Kilometer südlich von Rostock liegt das Herrenhaus Dersentin. Das Projekt von Sönke Johansen und Adriana Acosta ist längst fertig saniert. Aber die beiden sind nur noch selten auf La Dersentina. Denn Sönke, der Pharmaentwickler, arbeitet seit einiger Zeit in Argentinien als Projektmanager. Seine Frau Adriana hat einen Job in der Schweiz bei einer Sprachschule. Und auch Baby Konstantine, jetzt schon anderthalb Jahre alt, braucht immer mehr Aufmerksamkeit. Sönke hat einen ganzen Korb voller Accessoires mitgebracht aus Südamerika, um ihr Gästebettenhaus etwas aufzumotzen. Willkommen in La Dependencia. La Dependencia, einem Dersentiner LPG-Neubau aus den 70er Jahren. Außen sieht man die Vergangenheit noch, aber innen alles frisch saniert. Aber die machen wir in einer anderen Wohnung, glaube ich. Das ist besser. Das meine ich. Das können wir nicht nehmen. Ne? Und so weiter. Oh, da habe ich die. Da habe ich natürlich extra zwei Bücher, die auf Spanisch sind. Da habe ich gedacht,
Wenn man etwas lesen möchte in der Nacht oder am Abend, kann man etwas auf sich Bein lesen. Hoffe ich, das klappt. Das ist jetzt das Schild Salter. Ich weiß nicht mehr, welche die Wohnung ist, aber ich habe jetzt zum Glück hier online den Plan nochmal. Das ist die Wohnung, sind wir so mit der Treppe. Das ist Misiones und das ist Salter. Die Emaille-Schilder hat Sönke in einem Souvenirladen gefunden in Buenos Aires. Das Gutshausprojekt Dersentin muss auch ohne ihn laufen. Es trägt sich, sagen wir so, ich mache keine Verluste mehr. Aber es ist so langsam, ich sag mal so, ab nächsten Jahr kann man, glaube ich, sind wir positiv. Also nach 10 Jahren ist es auch Zeit. Ein riesen Schafsfell aus der argentinischen Pampa für die Gutshausgäste. Aber auch Konstantine fühlt sich damit pudelwohl. No? Notifica? Okay, das lo dejamos. Los tiramos de allá. Sönke und Adriana haben viel geschafft in 10 Jahren. Vorbei sind die Zeiten, als hier Bagger rollten, Radlader und LKWs. Das Haus wird erfolgreich im Internet vermarktet, als Location für Hochzeitsgesellschaften und andere Partys. Es läuft. Sönke Johansen kann sich jetzt um die Feinheiten kümmern. Um die Dekoration und die Optimierung der Kostenstruktur. Die jährliche Stromrechnung zum Beispiel hatte er schon lange auf dem Zettel. Das ist unsere Solaranlage hier. Die haben wir im April gebaut, einfach nur zur Eigenversorgung des Hauses, weil unsere Stromrechnung so immens hoch war, durch die ganzen Boiler, durch die Gäste, durch Pumpen und so weiter und so fort, Kühlschränke, dass wir halt gemerkt haben, wir haben so einen hohen Verbrauch, das lohnt sich, so ein Ding hier hinzustellen. Auf dem Schuppendach hat Sönke noch mehr Kollektoren installiert. Denn in diesem Fall gilt tatsächlich, viel hilft auch viel. Wir haben heute schon 32 Kilowattstunden. Das ist schon mal eine super Sache, weil also ich hätte normalerweise eine Stromrechnung von, weiß ich, 5.000 Euro im Jahr oder mehr. Und ich denke mal, dadurch wird es mindestens die Hälfte fallen. Also gerade im Sommer jetzt mit diesen, was weiß ich, heute zum Beispiel haben wir hier irgendwie 32 Kilowattstunden schon. Sind irgendwie 32 Kühlschränke, die hätten laufen können oder laufen und nicht mal die effizientesten. Das beruhigt schon eine Menge. Das ist, lässt mich ruhiger schlafen. Es ist ungewöhnlich laut rund um das Herrenhaus Dölitz. Denn Ronald van der Starre steht die Besteigung der Nordwand bevor. Der DDR-Putz muss endlich runter von der Fassade. Ronald will das wahre Gesicht des Gutshauses sehen und allen zeigen, es geht voran. Wir haben gedacht, es muss jetzt mal ein bisschen was an Öffentlichkeitsarbeit passieren. Und haben gesagt, wir machen es erstmal draußen, bevor wir drinnen weitermachen, was für die anderen gar nicht sichtbar ist. Wenn die nicht zu unserem Café kommen oder so, dann sieht ja keiner, was drinnen passiert. Und haben gesagt, jetzt machen wir mal was fürs Dorf. Die Dölitzer wurden schon unruhig. Nee, aber sie sagen, oh, passiert ja gar nichts mehr. So sagten die dann. Ja, und haben gesagt, okay, jetzt dann sollen sie mal wieder was zu sehen kriegen. Ja, und dann ja, freuen sich vielleicht alle und wir freuen uns auch, weil dann endlich mal dieser Zaun dann wegkommt und der uns die ganze Zeit schon ärgert. Und so. Gucken wir mal. Begrenzungen einreißen, ein offenes Haus führen, Freiheit. Deshalb wohnt Ronald jetzt schon seit mehr als 2 Jahren hier. Mit Lebenspartner Roland Schersche und 3 Pflegekindern. Roland hat gerade die großen Kinder Ben und Jonathan aus der Schule abgeholt und den kleinen Alexander. Hast ja schon gut was weggeschafft.
Ja. Trotz Höhenangst, das ist ja super. Ja, kann ja immer schneller gehen, aber ja, ich bin zufrieden bei Uli. Mal gucken, was er gleich beim Kaffeetrinken sagt. Ob es schnell genug war. Roland hat frischen Kuchen mitgebracht. Vom Bäcker im benachbarten Gneuen. Fürs Kaffeekränzchen in Familie. Freund und Bauhelfer Jörg Klinke will auch noch vorbeischauen. Ronald und Roland haben es nicht bereut, schon früh in das uralte Haus zu ziehen. Auf einer Baustelle zu leben. Immer etwas kalt und staubig. Ich freue mich morgens, ich freue mich mittags, ich freue mich abends, dass ich hier bin. Ich freue mich, wenn ich Auto fahre und mir nicht 25.000 Autos entgegenkommen wie noch in Berlin. Und Lola freut sich auch. Lola hat auch ihren Platz hier gefunden, genau. Im Haus. Ein Chefinnen-Sessel als einzige Dame. Ja. Die Größe des Hauses, die den Vorteil bietet, bietet auch den Nachteil, weil gestern Abend saßen wir gemütlich vorm Fernseher und wir wollten noch was naschen und die Wege zur Küche sind dann einfach weit. Das ist halt der Unterschied. Aber gut, in Bezug auf die Schrittzähler-Bilanz ist es natürlich echt super, in so einem großen Haus zu leben, weil hier kommt man echt rum. Mir machen die Wege wirklich nichts aus. Also ich laufe auch am Tag eben 5-mal Treppe rauf und runter, das ist mir völlig Schnuppe. Aber ich kann mich halt bewegen. Was gibt's denn da zu lachen? Du hast gestern nicht gesagt, dass du die Süßigkeiten also, holen willst. Ja, naja, warum? Warum auch? Du bist ja aufgesprungen. Von Dölitz, nur eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt, liegt das Gutshaus Bärenlübchin. Auf Wunsch der Gemeinde an die Gutshausretter verkauft. Langsam wird das Haus freigeschält von allen An- und Umbauten. Und es gibt eine Idee. Knut Splett-Henning und Christina von Ahlefeld kennen einen Kinoregisseur, der gerade einen passenden Drehort sucht. Für die Innenaufnahmen eines historischen Spielfilms. Handlung? Circa 1830. Da passt Bärenlübchin ganz genau. Bingo. Knut und Christina sind ganz in ihrem Element. Es gab etwas Geld für Requisiten. Und kein Antikhandel von Kopenhagen bis Berlin war vor ihnen sicher. Wir versuchen ja mit dem Haus jetzt nichts Neues zu machen oder das Haus halt groß zu verändern, sondern halt quasi wieder zu erkennen, was war der ursprüngliche Sinn der Räume, wie sind die Räume dann halt vorher halt gewesen. Und dann nutzen wir das halt als Küche und dann kommt halt auch wieder so eine Kochmaschine halt hier rein und solche Geschichten, und so dass das dem dann halt wieder später entspricht. Das Gutshaus soll in wenigen Wochen zur Kulisse für eine aufwendige Filmproduktion werden. Bis ins Detail, historisch korrekt. Da wird auch mit Tricks und Kniffen gearbeitet. Den staubigen Steinfußboden der Küche behandeln Knut und Christina mit stark verdünntem Leinöl. Es stinkt bestialisch. Aber es geht ja ums perfekte Bild. Ja. Andere werden natürlich sagen, oh Gott, das ist schief und krumm, das muss alles neu gemacht. Aber ich glaube, darum liegen die Häuser und Straßen, ja, dass wir nach dem Fußboden, ja. Am anderen Ende des Hauses ist die Bibliothek schon fertig eingerichtet. Mit Apothekenregalen aus Dänemark. Und die andere Seite machen wir grau, oder? Ja, grau wieder. Ja, gut, okay.
Den ganzen Sommer rackern sich Knut und Christina ab in Bärenlübchin. Der gusseiserne Ofen steht im Drehbuch, in der Requisitenliste, doppelt unterstrichen. Aber dann... Ah, es geht. Ja. Für die Filmszene, da steht irgendjemand von einem Schreibtisch halt auf und verbrennt ein Stück Papier. Und dazu brauchen wir halt einen Ofen, also der ist jetzt nicht zum Heizen. Ansonsten würden wir den halt auch wahrscheinlich anders aufbauen, aber so reicht das jetzt erstmal zum Papierverbrennen, reicht das dann. Die Kinoleute wollen hier eine spannende Geschichte verfilmen. Es geht um Gesche Gottfried aus Bremen, die vor 200 Jahren 15 Menschen vergiftete. Eine Serienmörderin. Der Film dreht sich um die Ermittlungen in diesem Kriminalfall. Und Knut und Christina müssen die fertige Kulisse liefern. Ich wünschte mir manchmal, dass wir diese Filmgeschichte halt nicht gemacht hatten. Aber dadurch sind wir natürlich so unter so einem Druck. Und unter Druck werden ja bekanntlich Diamanten gemacht. Und wir haben natürlich wahnsinnig viel geschafft im extrem kurzen Zeit. Und das wäre nicht passiert, wenn wir nicht den Druck gehabt hätten. Genau. Und es gibt ein schwedisches Sprichwort, das ist der Gegenwind, der den Drachen steigen lässt. Insofern, nur Rückenwind geht das auch nicht. Nein. Mehrere Wochen werden die Dreharbeiten dauern in Bärenlübchin. Aber bis dahin gibt es noch viel zu tun. Auch im Gutshaus Kobro wird emsig gebaut und gewerkelt. Vorbei sind auch hier die Zeiten, als Philipp Kastzei knietief im Bauschutt stand. Das Haus ist in Ordnung, aufgeräumt. Und Philipp hat jetzt sogar Zeit, sich um Details zu kümmern. Tischler Veit Hedel hat ihm Fenster für den Uhrenturm neu gebaut. Originalgetreu. Das Turmzimmer ganz oben, hat Philipp sich gedacht. Das könnte das Highlight für die Vermietung werden. Also. Aber dafür braucht er eine Treppe. Über zwei Stockwerke bis in den Gutshausturm. Passt genau, ne? Nennt man das. Passt genau. So, guck mal, ist der Hammer, wa? Und die wird teuer. Ja, das ist doch schick. Geil, ne? 10.000 Euro mit Einbau. Oder eventuell zwei, ne? Genau. So hast du? Ja. In Dersentin auf La Dersentina lassen es die neuen Gutsleute ruhig angehen. Schließlich haben sie Urlaub. Und Adriana Acosta ist jetzt im Sommer nur für zwei Wochen auf ihrem Familiensitz, wo Bruder Alejandro die Stellung hält. Der Rest der Familie ist weit verstreut in Europa und Adriana muss sich ständig zerteilen. Ja, das in Spanien und Deutschland und die Schweiz, hier ist es immer wie ein Dreieck, muss man das. Manchmal leider die Urlaubstage so teilen, dass man die Familie sieht. So, dann gehe ich oft nach Spanien oder komme ich her. Aber das ist leider nicht so. Es ist okay, aber der andere Bruder wohnt nicht in der schönsten Stadt in Spanien. So. Wenn ich ihn besuche, dann muss ich irgendwie meinen Urlaub opfern, sozusagen. Ihr Bruder Alejandro lebt jetzt schon seit fast 10 Jahren in Dersentin. Aber er ist immer noch der Ausländer. Es ist gerade etwas kompliziert wegen der ganzen Flüchtlingspolitik und den vielen Immigranten. Und ich sehe ja auch so aus, wegen meiner Farbe. Ganz normal. Alejandro Acosta ist zwar der Exot von Dersentin, aber Probleme in der Provinz hat er deswegen nicht. Ich kenne die Leute, aber ich habe nicht so viel Kontakt. Nur für Hallo, wie geht's? Und aber geht gut. Ja. Guten Appetit. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Familienleben mit Schwager auf La Dersentina. Erst war das Haus nur das Projekt. Dann wurde es zum Bewirtschaftungsobjekt. Jetzt ist es auch Ruhepol
und der gemeinsame Mittelpunkt im Leben von Alejandro, Adriana, Konstantine und Sönke. Als ich hier vor 10 Jahren das erste Mal war, war hier Gras, das war, oder Gestrüpp, das war bestimmt 1,50 Meter hoch. Ich habe einen Traktor angerufen, der das alles abmäht. Dann haben wir auch ein paar Jahre gebraucht, dass der Rasen so aussieht, wie er jetzt aussieht. Ganz ehrlich, ich glaube, das erste Mal, als ich hier war, in der Ecke war, als wir noch kein Klo hatten drinnen. Die neuen Gutsherren von Dersentin haben Wurzeln geschlagen in der Mecklenburger Scholle. Die kleine Konstantine wurde im Nachbardorf getauft. Und Sönke und Adriana können sich sogar vorstellen, hier einmal begraben zu werden. Wenn ich hier sterbe, wahrscheinlich wollte ich in Argentinien sein. Sönke meinte, eigentlich in Deutschland. Und sagte, wir trennen uns. Und dann, nein, wir müssen einen Ort finden, wo wir uns auch treffen können, in die Ewigkeit sozusagen. Und natürlich, das würde La Dersentina sein eigentlich. Das ist der Ort, wo uns einfach verbinden. Und was ich denke, würde auch für unsere Familie und die Konstantine und ihre Familie danach die Geschichte sein. Ja, super. Muy bien, bravo. Muy bien, así, hay que mover. In Dölitz wird das Gutshaus mitten im Dorf seit 2 Tagen von merkwürdigen Leuten belagert. Die Bildpoeten haben sich eingemietet. Ein Zusammenschluss von Hochzeitsfotografen. Workshop. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Genau. Riech ein bisschen an mir. So ein bisschen. Okay, tuschelt mal so ein bisschen, riecht aneinander. Bitte nicht küssen, sondern einfach so ein bisschen, genau. Toll. Noch mehr Riech, noch mehr. Nee, andere Richtung. Andere Richtung. Das andere Richtung. Ja, genau. Die Fotokünstler aus den Metropolen Europas sind immer auf der Suche nach abgefahrenen Locations für ihre Shootings. Das findet man halt nicht alle Tage. Ich komme jetzt aus Berlin, da haben wir sowas nicht. Also, ja, genau. Und man merkt halt einfach, dass es mit Liebe gemacht ist und dass es irgendwie, es ist halt nicht runtergekommen. Das könnte man vielleicht meinen, auf den ersten Blick ist es aber nicht, sondern es ist einfach, steckt viel Liebe drin. Das merkt man. Gutsherr Ronald van der Starre war auch mal so ein Großstädter. Immer auf der Suche nach irgendwas, dem Besonderen. Aber er ist abgehauen in die mecklenburgische Provinz. Mir hat Berlin echt hier gestanden dann zum Schluss oder auch Potsdam dann ja. Und es war mir einfach zu voll. Ich hatte das Gefühl, ich kann nichts machen, wo nicht 15 andere Leute das Gleiche machen. Und das kann ich aber hier. Ich bin hier ja eher ein Exot im Dorf, sage ich jetzt mal, und bin per se schon mal anders. Und ich muss mich gar nicht bemühen, anders zu sein. Ich bin, also hier ist man halt einfach anders. Und das ist ja auch mal ganz schön, dass man das Gefühl hat, man macht mal was als Einziger oder als Erster oder als irgendwas. Es ist natürlich auch einfach sehr mutig, sowas zu machen. Ne? Und man muss ja auch so ein bisschen die Vorstellung haben, was da für ein Potenzial drinsteckt. Also gerade jetzt auch in so einem Gebäude. Das kann sicherlich sich auch nicht jeder so vorstellen, wie schön das werden kann. Ne? Und was da tatsächlich, was da für ein Potenzial drinsteckt. Ich würde es mich nicht trauen. Der Foto-Workshop läuft fast von allein. Die Künstler sind wie im Rausch. Blick eher nach oben, genau. Sehr gut, super, perfekt, genau. Freundlich, oder? Ja, ein bisschen, ja, nicht ernst, aber halt auch interessant, aber genau so. Es ist sommerlich warm, schon im Mai. Ronald und Roland können Luft und Licht ins Haus lassen, endlich. Im Obergeschoss wohnt die Männerfamilie. Und in einem Flügel hat sich Ronald van der Starre, der Architekt, sein Studio eingerichtet. Jo, super. Ja, schön. Vielleicht können Park und Haus die Familie einmal ernähren. Mit Vermietung an Feiergesellschaften, Veranstalter oder eben an die Bildpoeten. Das einzige Problem dabei, die beiden Besitzer sind für 2 Tage Gäste im eigenen Haus.
Ich bin ganz entspannt. Roli war etwas aufgeregter heute Morgen noch. Aber. Ja, aber sicherlich nur, weil die Größe mich so ein bisschen erschrocken hat. Aber in der Summe war es ja ganz okay, sind ja alle ganz entspannt. Und das Haus ist ja eh offen, von daher ist das schon gut so. Macht ja auch Spaß, ist mal was anderes. Die freuen sich immer, solche Locations, dass eben das mal anders aussieht. Ja, wenn es dann eben nicht perfekt ist. Ja, und damit können wir ja dienen. Aber sehr gerne, ja. Und noch eine ganze Zeit auf jeden Fall. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Ein heruntergekommenes Herrenhaus baut man nicht in 1, 2, 3 Jahren wieder auf. Das wissen alle Gutshausretter. Auch Renzo, das Zuhause von Knut Splett-Henning und Christina von Ahlefeld, ist ein Projekt auf Lebenszeit. Zuletzt haben sie in Renzo das Dach saniert. Dort wollen sie jetzt wohnen, mit der ganzen Familie. Ja, Moment. Ja, welches ist denn unser Bereich jetzt erstmal? Ja, wir sind in der Mitte. Ah ja, okay. Umzug nach oben. Ja, komm. Die Treppe ist natürlich. Die fünfköpfige Familie lebte jahrelang in einer kleinen Wohnung, eine Etage tiefer. 3 Zimmer, 80 Quadratmeter. Oben ist der Innenausbau zwar noch nicht ganz fertig, aber Platz haben sie hier ohne Ende. 300 Quadratmeter plus Ausbaureserve im Dachgestühl. Unten, da waren nie richtig Schränke für uns. Das war alles provisorisch. Und jetzt können wir das mehr machen, dass man auch sagt, okay, was macht man wegen Regale? Weil alles war immer nur, ja, weil ich also wusste nie, wie das sollte weitergehen. Oder ziehen wir auf Dachboden, ziehen wir nicht auf Dachboden. Das war immer so eine Überlegung. Und jetzt machen wir das. Ja? Einfach erstmal machen. Das war schon immer das Erfolgsrezept von Knut und Christina. Und mit etwas Beleuchtung kann jeder Raum gemütlich werden. Es müssen ja nicht immer Kerzen und Kronleuchter sein. 3 Industrielaternen von der LPG tun es auch. Sohnemann Bendix jedenfalls ist ganz aus dem Häuschen. Hier wohnt meine Schwester. Jedes Kind hat jetzt ein großes Zimmer. Hier wohnt mein Bruder, hier wohnt meine Schwester. Da kommt man schon mal durcheinander. Und ich wohne hier. Alles ist so aufregend und neu. Hier steht das Bett. Da ist mein Schreibtisch. Da lese ich manchmal. Da ist mein Regal. Und das Allerbeste, auf dem Zimmer geht es noch weiter. Abenteuer wohnen, wie in der Villa Kunterbunt. Alle sind happy. Ja, wenn nix. Willst du mal versuchen, runterzukommen? Darf ich? Kannst du mal versuchen? Nee. Dann mach die Klappe noch mal wieder zu. Alles gut. Mein Zimmer ist größer, ich habe da oben eine Luke, dann werde ich nachher da oben schlafen. Ruhe vor den Jungs, außer dieses Fenster da. Und Platz für dein Zeug? Ja. Und ich glaube, mein Schreibtisch wird nachher wieder so aussehen. Ja, okay, dann machen wir den Schreibtisch nachher dahin und so weiter, alles ist gut. Will ich ja auch. Mhm. Ja, dann räumen wir den mal unten leer und dann räumen wir den nachher gleich mal rauf, okay? Super. Der Umzug ins Dach war höchste Eisenbahn. Denn ihre Wohnung unten im Haus brauchen Knut und Christina dringend für die Vermietung. Erstmal funktioniert das ja. Und das ist für uns ja ganz nett, dass wir haben ja haben jetzt hier ein paar hundert Quadratmeter, die wir jetzt noch nutzen können und so weiter. Und für die Kinder ist das natürlich toll. Die hatten ja vorher auch schon irgendwo ihr eigenes Zimmerchen, aber so ist hier einfach noch ein bisschen mehr Platz. In Kobro, 30 Kilometer südöstlich von Rostock, soll es heute eine Gartenparty geben.
Nee, irgendwo. Du willst sie schon gleich haben. Hier, nee, die Tassen, lass uns die Tassen daher machen. Mhm. Und dann vielleicht nur die Teller hier, dass man sich, wenn da der Kaffeemaschine ist. Genau. Eingeladen zu diesem Sommerfest haben Gutshausretter Philipp Kastzey und die neue Frau im Haus, seine Freundin Antje Sloxnert. Philipp und seine Tochter Paula sind endlich nicht mehr allein. Nur ums Geschenke einpacken muss sich der Deko-Profi Philipp immer noch selber kümmern. Papa, ich finde, das ist eher türkis. Ja, aber es hat auch Punkte. Passt, guck mal, hier sind ja auch Punkte drauf, aber nee, da ist gerade andersrum. Also da ist der weiße Grund und dann sind jetzt da so, also Punkte auf jeden Fall, passt schon. Paula muss gleich los. Genau, hier, guck mal, du kannst die Stifte einpacken. Okay. Das reicht da vielleicht auch noch das da und dann machen wir das. Sie ist zu einem Kindergeburtstag im Dorf eingeladen. Auf Schloss Kobrot dagegen wird heute etwas anderes gefeiert. Philipp und Antje wollen sich bei ihren Unterstützern bedanken. Mit einer Party. Also Philipp hat immer einen Plan im Kopf und ich frage den immer, was jetzt? Und dann in dem Moment kann er mir sagen, das muss noch, das muss noch. Und Kuchen ist fertig, Geschirr haben wir rausgestellt. Ich warte auf die nächste Anweisung. Alle sind etwas aufgeregt heute. Denn es könnte sein, dass sehr viele Gäste kommen. Danke. Oder so? Genau. Papa, soll ich das jetzt hier dran festkleben? Die Helfer kommen! Hallo! 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 Mit Flasche. Freunde aus der Gegend und Freunde von Freunden bringen ein Dutzend Blech- und Rührkuchen vorbei. Bevor die Party aber losgeht, muss Philipp Kastzey noch einmal quer durch sein ganzes Gutshaus. Von der Küche im Keller durch das Foyer. Dann in den zweiten Teil des Anwesens. Dort ein Stockwerk hoch. Und die nagelneue Treppe hinauf. Die erst in das Turmzimmer und dann noch höher in die Turmuhretage führt. Philipp will seinen Sommergästen am Nachmittag den neuesten Bauabschnitt zeigen. Aber noch ist die Treppe nicht fertig montiert. Das Geld hat wieder mal nicht ganz gereicht. Der Vorteil ist jetzt eben auch, dass man halt mit den beiden Treppen auch endlich nach oben zum Uhrenturm kommt. Und von dort aus hat man ja dann irgendwann vielleicht mal eine ganz schicke Aussicht. Und genau, deswegen war das mit den zwei Treppen auf einmal auch wichtig. Für das Treppenprojekt hat er im Internet gesammelt. Auf einer Spendenplattform. Neudeutsch Crowdfunding. Ja, das ist jetzt natürlich schon wieder so eine Herausforderung, die jetzt noch oben drauf kam. Aber hat sich ja auch so ergeben, dass jetzt dann davon endlich diese Fenster ja nach ein paar Jahren dann doch fertig wurden und eingebaut werden konnten letztes Jahr. Und dann fiel mir eben auf, dass halt schade ist, wenn die Fenster auch niemand sehen kann, weil einfach hier keiner hochkommt. Und dadurch hat sich das dann mit den Treppen ergeben. Aber nachdem das mit dem Budget bei mir ja immer so ein bisschen stark begrenzt ist, hatten wir dann eben gesagt, naja, man muss mal da eine kreative Lösung vielleicht finden oder zumindest das mal so ausprobieren. Und das war dann aus so einer mehr oder weniger Schnapsidee entstanden, indem wir mit ein paar Freunden zusammengesessen haben und dann gesagt haben, naja, könnte man mal auch mit so einem Crowdfunding versuchen. Aus dem ganzen Land sind die Spender angereist nach Kobro mit Kind und Kegel. Knapp 50 Förderer hatten sich gefunden. Und immerhin sind 3.500 Euro zusammengekommen. 10.000 waren allerdings das Ziel. Respektvoll. Aber Kleinvieh macht auch Mist, sagt man auf dem Land. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Im Hintergrund wirkt die neue, etwas scheue Gutsherrin Antje. Schmeißt das Kuchenbuffet,
sorgt für Nachschub und dafür, dass die Sommerfete rund läuft. Das ist ja immer das Spannende. Vorher ist ja so eine große Aufregung, weil man ja nicht weiß, was kommt. Und wenn es dann läuft, läuft es irgendwie. Und war einfach Zeit, dass die Leute dann kommen, dass es losgeht. Und jetzt kann man agieren. Antje Sloxnath ist eine aus der Gegend. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis der pingelige Schwabe und die schüchterne Mecklenburgerin sich zusammengefunden hatten. Das musste sich einspielen. Das ist, glaube ich, wie in jedem Betrieb. Das ist ja im Prinzip auch ein Betrieb, der hier abläuft. Und da muss man sich finden. Man muss es lernen, wie man damit umgeht. Wir wurden im ersten Jahr so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Das hat uns ein bisschen überrollt und hatten dann auch dran zu knabbern. Aber mittlerweile, glaube ich, durch viele Gespräche auch, dass man die Sachen bespricht und dass jeder eben seinen Platz hat. Philipps Platz. Jetzt habe ich den Schlüssel verlegt. Ist heute im neuen Treppenhaus. Er ist ein bisschen nervös. Und die Gäste sind schon furchtbar neugierig. Und es sind so viele. Nicht schieben und nicht anstellen vielleicht, weil das wäre so ein Überbelastungstest. Das müssten wir ja vielleicht nicht unbedingt machen. Wir holen auch nicht hinterher. Ja, das, ich glaube, das reicht. Also ich weiß nicht, ob das für wie viele das aussieht. Nur etappenweise kann Philipp die vielen Neugierigen ins Obergeschoss hinauflassen. Aber andererseits ist ja auch interessant, dass so viel noch da ist. Ja, genau. Wenn man es von der anderen Seite betrachtet, das ist ja hier auch so lange das Haus leer stand. Das ist natürlich schon irgendwo eine Bestätigung, wenn es auch von anderen Menschen angenommen wird. Das macht schon Spaß. Dann weiß man, dass man es nicht ganz so falsch und umsonst gemacht hat. Das ist schon gut. An Tagen wie diesen merkt Philipp Kastzey, er hat wohl vieles richtig gemacht mit seinem Haus. Die Ruhe im Dörfchen Rensow, tief im Mecklenburger Parkland, ist etwas trügerisch. Na, haben die was gelegt? 4 Eier. Na, super. Und haben wir eigentlich noch welche von gestern oder so? 2. Okay, würdest du die auch noch holen? Ja. Dann verbrauche ich alle 6. Knut Splett-Henning hat sich in seiner Küche verschanzt. Er muss sich konzentrieren. Na, super. Bitteschön. Danke, danke. Darf ich den anmalen? Ja, kannst du gerne. Okay. Knut kocht für 25 Hausgäste, angereist aus ganz Europa. Das ist nach des Gutsherrn Geschmack. Ich hatte damals auch schon für 12 Personen irgendwie mir in meiner Pariser Wohnung einen großen Tisch halt hingestellt. Und da haben wir ein, zwei Mal im Monat halt gekocht. Und das war dann immer eine große Freude und immer viel Spaß, dass wir dann halt gemeinschaftlich uns ums Essen gekümmert haben. Kochen ist seine zweite Leidenschaft. Frische Zutaten, Ofen und Herd. Mehr braucht er nicht. Deutschland hat die teuersten Küchen, aber die Leute geben am wenigsten Geld für Essen aus. Und bei uns ist es jetzt nicht die teuerste Küche, aber wir achten schon darauf, was wir hier halt zubereiten. Frische Kräuter für das Pesto wuchern draußen. Und Christina nutzt die Gelegenheit, mal frische Luft zu schnappen. Der Sommer hat es in sich, auch arbeitsmäßig. Aber Urlaub? Unser Urlaub ist manchmal auch diese Ruinenprojekte. Das bringt uns sehr viel Spaß und das zu entdecken. Und ich glaube, wir können gar nicht auf einem Strand liegen, so eine Woche. Oder ich glaube, wir wären ganz ungeduldig da liegen. Was sollen wir hier machen? Die Kopenhagenerin Christina und der Pinneberger Knut sind schon ziemlich viel herumgekommen in ihrem Leben. Aber vor 17 Jahren sind die beiden sesshaft geworden. In Rensow, mitten in Mecklenburg. Wir sind hier schon recht gut angekommen. Also wir haben ein gutes soziales Umfeld. Wir haben weiterhin immer noch die Stadt. Und dann halt natürlich mit den Gästen. Und das ist eine ganz nette Kombination, wo man immer einen Austausch dann halt hat. Und wo es einem auf keinen Fall langweilig wird. Ich sage manchmal, das Leben hier auf dem Lande, auch wenn manche Leute sich das nicht vorstellen können, ist teilweise urbaner als in Berlin und internationaler.
Das da drüben nennt sich Brot, da gibt es ein Messer dazu. Messer und Gabeln sind da drüben an der Seite. Teller sind halt hier. Das ist Girschpesto mit Sonnenblumenkernen, Zucchini, Spargel und ein bisschen Öl und ein bisschen solchen Geschichten halt. Und hier haben wir nochmal, das ist ein kalter Braten, das ist auch noch eine schöne Fettkante dran und ordentlich mit Knoblauch und Salz. Knut und Christina beherbergen an diesem Abend die Hochzeitsfotografen aus Dölitz. Dort gibt es noch zu wenig Platz zum Übernachten. So ist das bei den Gutshausrettern. Einer hilft dem anderen. Und alle haben etwas davon. Die Nachbarn in Dölitz punkten mit abgefahrener Location und Schloss Renso überzeugt mit einem Gutsherrenschmaus. Während Knut sich unten um die Gäste kümmert, genießt Christine den neuen Rückzugsbereich, ganz oben im Dach. Die Ruhe. Endlich Arbeiten und Wohnen einmal getrennt erleben. In den neuen Privatgemächern. Mit Aussicht. Ja, wir wollten eigentlich nie oben. Aber ich finde, das ist gut. Und ich glaube, das schadet nicht dem Haus, das wir haben hier oben. Dass wir sehen hier hoch. Das war natürlich die Überlegung. Aber keine Gäste hier oben. Das wäre nur für uns. Und ich glaube, das ist immer noch okay für den Haus. Und das ist natürlich am Ende auch wichtig. Mit dem Dachausbau haben Knut und Christina ihr Gutshaus endgültig erobert. Bis zur letzten Minute haben die beiden in ihrer Neuanschaffung Bärenlüppchen gerackert. Gleich um die Ecke ein paar Dörfer weiter. Wochenlang. Mitte September beginnt der Dreh. Fünf Schauspieler und Schauspielerinnen und ein 12-köpfiger internationaler Drehstab bevölkern Haus und Hof. An diesem Morgen wird die Schlüsselszene in der Gutshausküche eingerichtet, wo eine Serienmörderin ihr Gift verteilt. Dargestellt von Susanne Ambe aus Berlin. Wir müssen ja diese Zeit spüren und da ist die Zeit hat eine andere Bedeutung gehabt damals. Alles ist viel ruhiger und langsamer und auf dem Land kommen wir dann auch runter, wir Städtler, ne? Und können dann so langsam so uns da so hineinfallen lassen in diese Atmosphäre. Das ist fantastisch. Und dann wird gedreht, Take für Take. Alle Position bitte. Kamera, spiel die. Ruhe bitte. Bitte. Die Mörderin Gesche Gottfried vergiftet Butterbrote mit Arsenik. Regisseur Udo Flohr ist zufrieden. Auch mit der Location. Die Infrastruktur fehlt uns natürlich. Man kommt nicht gut ins Internet. Alle Leute beklagen sich darüber, dass es mit dem Telefonieren schwierig ist. Aber auf der anderen Seite fährt man jeden Morgen sehr entspannt und glücklich zur Arbeit. Man steht morgens auf, man hört die Frösche quaken. Ja, wir müssen weitermachen. Wir sind jetzt im Bild und die alles klar. Jetzt. Okay. Der Zeitdruck ist enorm. In 3 Wochen müssen sie hier fertig sein. Soll ich Dr. Lutz rufen? Hast du ihn das gesagt? Nein! Ja? Ja? Sofort einer! Gottes der Ruf ist vergiftet! Unsinn! Danke! Mitte Oktober kehrt wieder Ruhe ein in Bärenlüppchen. Dann wird es Dezember. Und das Herrenhaus Kobro ist wieder von einem richtigen Gut umgeben. Mit Reitplatz und Pferdeställen, mit Park und Garten. Das große Haus am Dorfrand hat seit 7 Jahren Einzelkämpfer Philipp Kastzei in seinen Händen. Aber jetzt steckt Philipp in einer Schaffenskrise.
keinen Bock mehr auf Baustelle. Vier neue Ferienwohnungen hat er gebaut. Im Frühjahr hier erst die Fenster eingesetzt und im Sommer schon vermietet. Ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr liegt hinter ihm. Im Treppenhaus stand noch vor kurzem eine Putzpumpe. Jetzt habe ich nicht mehr ganz viel Lust. Jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist, das Jahr. Es ist doch ein bisschen mehr geworden als gedacht, wie immer. Im Winter ist ja nach wie vor die Hauptproblematik des Heizens. Deswegen ist man ja da immer mehr damit beschäftigt, Holz zu machen und Holz zu besorgen und die Öfen aufzufüllen und Holz hin und her zu tragen. Und das Problem jetzt mit mehr Räumen ist natürlich mehr Öfen, mehr Holz, mehr Zeit und deswegen weniger Zeit zum Bauen. Wenn Paula jetzt aus der Schule kommt, hat sie schon Probleme, ihren Vater zu finden in dem Riesenhaus. Er könnte überall sein. 20 Zimmer hat er schließlich schon bewohnbar gemacht. Papi! In der einstigen Ruine am Rand des Dorfes. Papa? Papa, da bist du ja. Ich hab dich schon überall. Wo kommst du denn her? Ja, wo soll ich denn herkommen? Ist schon zu spät. Ah, so sieht das wohl aus. An diesem Nachmittag bei Philipp trifft sich das Netzwerk der Gutshausretter. Ronald aus Dölitz mit Pflegekind Alexander, Knut und Christina aus Renso mit Tochter Wilhelmine und Freundin Antje mit Tochter Emma. Eine eingeschworene Truppe sind sie geworden, die Verrückten mit ihren besonderen Häusern. Aber es gibt nur eine einzige am Tisch, die von hier stammt, von der Mecklenburger Scholle, Philipps Freundin Antje. Wir haben ja diese Häuser damals ganz anders wahrgenommen. Für mich war das ein Kindergarten, es war eine Postanlaufstelle, es war ein Konsum. Es war nicht das Haus, was ihr da drin eben heutzutage seht. Und das musste ich auch erst lernen. Ne? Ich musste das Haus tatsächlich als ein Gutshaus, als dieses eben auch erst kennenlernen. So dumm das jetzt klingen mag, also es war für mich nicht dieses Haus, was es zum Beispiel jetzt hier ist. Das ist schön. Schön zu sehen, was daraus wird. Aber langsam kann auch Antje mitreden in diesen Runden. Denn auch sie ist jetzt infiziert vom Gutshausfieber, weil es so spannend ist, wie es weitergeht. Und das wird es.